Flieg und sieg, Mondstein! Nein! Seid gegrüßt, Volk. Heute stelle ich euch die Livegamer Mini GC311 von Ava Media vor. Die haben mir das zur Verfügung gestellt, damit ich euch das Ganze mal zeigen kann, denn ihr wollt ja bestimmt auch mal von der Nintendo Switch oder einer anderen Konsole aufnehmen. Für die Nintendo Switch reicht die Mini auf jeden Fall. Was da drin ist, zeige ich euch jetzt mal. Natürlich sei an der Stelle gesagt, dass ich hier meine ehrliche Meinung wiedergebe. So, hier ist das kleine Wunderwerk mit zwei HDMI-Eingängen und einem USB-Micro 2.0-Eingang. Natürlich denken sich jetzt einige, okay, wie soll das funktionieren mit solch einem Eingang? Aber wir werden sehen. In dieser Anleitung wird natürlich wieder ganz, ganz obligatorisch schnell beschrieben, wie das funktioniert. Plug and Play wird versprochen. Und was bietet dieses kleine Teil? 1080p, 60 FPS, natürlich vollkommen ausreichend für Nintendo Switch Spiele. Hier zum Vergleich mal ein Größenvergleich mit einem Joy-Con, wirklich sehr, sehr handlich das kleine Teil. Und es wird versprochen, dass es latenzfrei läuft. Heißt, wir schließen es an und können es am PC sogar ohne Latenz, heißt 1:1 Echtzeit spielen. Probieren wir das Ganze mal und spielen mal nur über den Monitor von der PC-Software. So, die Game Capture haben wir jetzt einfach mal am PC angeschlossen. Wir starten das Programm. Sie wurde auch vorher erkannt. Das kann man auch daran sehen, dass sie leuchtet. Und ihr seht, da ist auch schon das Bild in der Software, wie wir sie jetzt brauchen. Schauen wir jetzt natürlich, wie das so funktioniert und ob wirklich latenzfrei das Ganze läuft. Heißt, ich werde jetzt erstmal noch ein bisschen den Bildschirm filmen und mit einem Joy-Con zeigen, wie die Latenz ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Joy-Con nehme, ihr seht, da haben wir alles verbunden. Super easy. Und wir nehmen jetzt meinen Joy-Con und gucken mal, wie das geht. Zack, 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 zack. So, es läuft eigentlich ziemlich nice. Ich kann mich absolut nicht beklagen. Ihr wisst ja, Timing ist im BOTW alles, um etwas zu reflektieren und das ging trotzdem am PC, also latenzfrei funktioniert es definitiv. Mit der Software lässt es sich definitiv easy aufnehmen, aber wie ist das, wenn man Livestreamen möchte und ein anderes Programm benutzt? Ja, man muss nämlich OBS zum Beispiel benutzen wie ich und dann kann man hier auf Videoaufnahmegeräte gehen und fügt dann quasi seine Capture-Karte hinzu. Manchmal spinnt so etwas gerne mal rum, wie in meiner Vergangenheit, wie ich das schon kennengelernt habe. Aber in dem Fall hier habe ich einfach nur das Gerät rausgesucht, also die Capture-Karte, die wir angeschlossen haben, und es funktionierte. Eine Sache, die ich aber anmerken musste, ist, dass ich keinen Sound hatte. Also habe ich nochmal geschaut, wo das Problem lag, ob es vielleicht an OBS selber lag oder ob ich das falsch ausgewählt habe. Und mir ist aufgefallen, es gibt für die Game Capture-Card zwei verschiedene Sachen zum Auswählen. Und das ist eigentlich auch gar kein großes Problem, denn wir gehen jetzt einfach wieder hier auf die Eigenschaften, suchen uns was anderes raus. Ihr werdet jetzt sehen, wir haben zwei Game Captures, nimm die und dann hatte ich plötzlich auch den Sound, wie man sehen kann. Also das hat eigentlich schon das ganze Rätsel gelöst. Die Latenz blieb natürlich unverändert. Ich konnte auch weiterhin in OBS einfach zocken. Einige erinnern sich, ich habe dann auch direkt einen Tweet abgesendet, dass ich heute etwas ausprobieren möchte im Stream. Und damit war die neue Game Capture nämlich gemeint. Ihr seht, hier ist sie angeschlossen. Hier ist der Stream gerade frisch gestartet und schauen wir uns mal das Ergebnis an. Oh mein Gott, das ist so jämmerlich manchmal. Ich liebe dieses Charakter teilweise, ne? Ah! Minenkraft! Oh mein Gott, er wurde wegkatapultiert. Okay, das ist kein Arschtanz wert. Absolut nicht. Das war sehr gut manövriert. Immerhin. Was ist jetzt mein Fazit? Lohnt es sich, das Ding zu kaufen? Ich muss euch sagen, ja, ich war sogar positiv überrascht. Wenn ihr also Nintendo Switch aufnehmen möchtet, sei es Zelda BOTW, wofür ihr übrigens keine 60 FPS braucht, sondern einfach auf 30 stellen könnt, oder ob ihr jetzt das neue Zelda Age of Calamity, also Zeit der Verheerung, aufnehmen möchtet, könnt ihr alles damit machen. Was ihr aber vorher noch wissen müsst, dass ihr vielleicht irgendwie mal ein i7-Core haben sollte. Das sollte mindestens drin sein. Auf der Seite wird zwar auch schon gesagt i5, aber im Großen und Ganzen klappt es wirklich eher mit i7. Also checkt erstmal, ob eure Systemvoraussetzungen ansatzweise mit dem übereinstimmen.
was dieses kleine Teil von euch erwartet. Es ist wirklich nicht viel und ich muss wirklich gestehen, zum Mitnehmen und zum Aufnehmen ist das Ding bombastisch. Es hat mir im Stream super Performance gegeben, es hat nicht einmal rumgesponnen, nicht disconnected, hat sonst irgendwelche Mucken gemacht, von denen ich mit anderen Game Captures gerne mal Probleme hatte. Daher bin ich wirklich sehr, sehr dankbar für dieses Produkt und ich kann es wirklich persönlich wärmstens empfehlen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare, ich werde da ein Auge drüber werfen. Und ich bin vollkommen überzeugt, also wenn ihr einen Nintendo Switch-Kanal irgendwie starten wollt, ist das Ding wirklich eine günstige, geile Sache. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der Beschreibung sind noch Links zu dem Twitch-Kanal zum Beispiel, Twitter, Instagram, was auch immer existiert. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder.